Liebe Zuschauer, FRN aktuell willkommen zu den Nachrichten für Niedersachsen und Bremen. Hier nun die wichtigsten Meldungen des Tages für Sie im Überblick. Der amerikanische Energiekonzern ExxonMobil will in Niedersachsen wieder Erdgas fördern. Für weitere 15 Jahre soll in Bötersen im Landkreis Rothenburg das dortige Erdgasfeld mit Hilfe der Fracking-Technologie erschlossen werden. Seit 2011 wurde dies nicht mehr versucht. Zwischen Land und Unternehmen bestand ein informelles Moratorium. Schon seit den 80er Jahren fördert Exxon hier Erdgas. Zuletzt war der Gasdruck jedoch erheblich abgefallen, sodass nun neue Fließwege für das Gas geschaffen werden sollen. Bürgerinitiativen sorgen sich um das Grundwasser. Diesen tritt Exxon mit der Versprechung eines umfassenden Grundwassermonitorings entgegen. Außerdem macht der Konzern Andeutungen, sich auf eine Bürgerbeteiligung im Genehmigungsverfahren einzulassen. Im Wirtschaftsministerium in Hannover wird das Vorhaben mit gemischten Gefühlen beobachtet. Das Land fordere eine Umweltverträglichkeitsprüfung mit einer konsequenten Öffentlichkeitsbeteiligung. Ein Großteil des in Deutschland geförderten Erdgases stammt aus Niedersachsen, ein Drittel davon aus gefrackten Bohrungen. Mehr als drei Viertel der Auszubildenden in Niedersachsen sind mit der Qualität ihrer Ausbildung zufrieden. Das geht aus einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbunds hervor. Der Ausbildungsreport zeigt aber auch negative Tendenzen. Fast ein Drittel der Befragten müssen regelmäßig Überstunden machen. Zudem verdienen Auszubildende in weiblich dominierten Berufen wie dem Friseurhandwerk fast 50 Euro weniger im Monat als Azubis in männlich dominierten Branchen. Niedersachsen fordert eine Energiewende 2.0. Am Mittwoch stellte die Landesregierung in Berlin ein Reformpapier vor. Dies wurde zusammen mit Vertretern aus Versorgern, Netzbetreibern, Umweltverbänden und Wissenschaftlern entwickelt. Unter anderem solle der Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 auf Null sinken und die Strompreise nicht weiter in die Höhe getrieben werden. Die Energiewende sei eine große Chance, derzeit laufe man jedoch Gefahr, sie zu einem großen Problem werden zu lassen. Die Experten aus Niedersachsen fordern deshalb die Einrichtung eines Energieministeriums. Energiepolitik aus einer Hand sei das Ziel. Wichtig sei auch die Reformierung der Ökostromförderung und dem Handel mit Luftverschmutzungszertifikaten. Derzeit seien alte Braunkohleblöcke gewinnbringender als umweltverträgliche Gaskraftwerke. Dies müsse dringend geändert werden. Das erneuerbare Energiengesetz solle dazu zwar erhalten bleiben, aber es müsse grundlegend reformiert werden. Künftig soll der grüne Strom im Netz Vorfahrt haben. Außerdem soll ein stufenweiser Übergang zur Direktvermarktung erfolgen. Schlechte Stimmung auf dem Bremer Freimarkt. Die Schausteller beschweren sich über fehlende Parkmöglichkeiten und spät verschickte Zulassungsbescheide. Mit Beginn der Aufbauphase wurden sämtliche Lkw-Parkplätze im Gewerbegebiet Bayernstraße kurzfristig zum absoluten Halteverbot erklärt. Die Schausteller brauchen die Plätze aber nach eigenen Angaben als vorübergehende Ausweichfläche. Doch das Straßenamt stellt sich quer, ein regulärer Wirtschaftsbetrieb müsse auch während der Freimarktszeit möglich sein. Zudem handele es sich um Parkplätze, auf denen üblicherweise vorwiegend Personenwagen stehen. Zweites Streitthema der Schausteller sind die Zulassungsbescheide, die in diesem Jahr etwa 4 Wochen später als in den vergangenen Jahren verschickt wurden. Frühzeitige Bescheide seien aber unter anderem wichtig, um die exakten Werbekosten der einzelnen Betriebe zu ermitteln. Das Innenressort erklärt die Verspätung mit den jüngsten Umbauarbeiten auf dem Gelände und einem veränderten Sicherheitskonzept, das die Bewilligung in die Länge gezogen hat. Obwohl die Bundestagswahl schon fast einen Monat vorbei ist, hängen in Hannover immer noch die Wahlplakate. Nun bekommen die Parteien die Rechnung, denn für Plakate von der Bundestagswahl und der Oberbürgermeisterwahl ist die Frist abgelaufen. Sie werden nun von Mitarbeitern der Stadt eingesammelt. Die Rechnung dafür erhalten die Parteien. Auch bei den Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl läuft die Frist zum Wochenende aus. Vor allem die CDU muss sich beeilen. Ihr Kandidat ist noch gut vertreten, vor allem in der Südstadt. Viele Mitglieder seien aber im Urlaub, heißt es aus der CDU-Zentrale. Soweit also die wichtigsten Meldungen aus der Aktuellredaktion für Niedersachsen und Bremen. Jetzt direkt im Anschluss folgt der Wetterbericht und danach gibt es wie gewohnt eine neue Folge von Tag auch mit Marin Steinacker. Ihnen weiterhin gute Unterhaltung mit unserem Programm. Machen Sie es gut. Tschüss.